Ach Mensch, ja, das war schade. Also dieses Spiel in Sevilla. Das hätten wir nicht verlieren müssen. Aber das Gute ist, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, uns da zurückzukämpfen und das schon in ein paar Tagen. Jetzt haben wir aber erstmal das Spiel gegen Frankfurt. In der Bundesliga ist dann für uns Spieltag 26. Gucken gerade nochmal drauf zum besseren Verständnis. Platz 10 momentan. Hoffenheim zwei Spiele mehr, Wolfsburg genauso, aber die haben schon zu viel Vorsprung. Aber ich denke mal, Hoffenheim ist auf jeden Fall realistisch. Das heißt, wenn wir zwei Punkte holen in den zwei Nachholspielen, die wir da haben, dann hätten wir den einstelligen Tabellenplatz. Und ja, das Thema Nichtabstieg ist mittlerweile auch eigentlich fast schon durch. 33 Punkte, bei 40 ist man ja so gut wie sicher durch. Aber es wird hinten sehr schwach gepunktet. Also ob das Braunschweig, Augsburg, Hannover oder auch Nürnberg ist. Vier Mannschaften, die noch nicht mal 20 Punkte haben. Und Nürnberg hat auch schon zwei Spiele mehr als wir. Also ich glaube, das können wir dann quasi schon mal abhaken. Was natürlich positiv ist, ne? Kannst du dann ein bisschen entspannter die ganze Sache angehen. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Gehen hier rein. In die Partie, Auswärtsspiel. Ach, wie heißt das Ding? Commerzbank Arena, glaube ich. Spielen in Weiß, Frankfurt in gewohntem Rot-Schwarz. Wie wir aufstellen. Denn wir wollen natürlich ein bisschen was schonen, weil das wichtige Spiel ist halt einfach das gegen den FC Sevilla dann zu Hause. Sorg könnte ich heute mal Günther spielen lassen. Höhn hat auch mal eine Chance nochmal verdient. Für Matthias Ginter daneben Franz. Schmid, die rechte Seite. Wo ist denn der? Ja, Klaus ist auch nicht ganz fit. Aber das macht eigentlich nichts. Ich weiß nicht, der Zug kann, glaube ich, da nicht spielen. Aber den werden wir auf jeden Fall auf die linke Seite packen. Für Pilasch. Und vorne Memedi, was ist mit Hanke? Ja, ich denke mal, das passt schon. GD. Ja, im Prinzip könnten wir das mal so testen. Wo ist denn Bakkali? Bakkali hatte ich hier hingepackt, ja. Bisschen was ja schon vorgearbeitet. Und ja, das soll dann also die Mannschaft sein, die hier in Frankfurt am besten ein paar Punkte mitnimmt. Auch schon wieder Pässe. Ich werde wahnsinnig. Tja, man könnte meinen, ich wäre der absolute Passgott, wenn man sich das hier so anguckt. Aber da hat man dann schon wieder das wahre Gesicht des Baumis gesehen, der nämlich einfach nicht passen kann. So, Waldstadion wird es hier genannt. Müsste eigentlich sogar lizenziert sein. Also es ist quasi heute die Partie zwischen dem guten Barney und mir, seine Let's Play-Mannschaft gegen meine. Da wollen wir gleich mal gucken, wenn die Tabelle kommt, wenn sie denn kommt, wo genau die Frankfurter stehen. Da habe ich nämlich eben natürlich logischerweise, schwachsinnigerweise nicht drauf geachtet, wo der direkte Gegner steht. Ich glaube, das war aber genau unmittelbar hinter uns, vor uns. Ne, vor uns kann nicht sein, das war Hoffenheim. Wahrscheinlich hinter uns dann. Die Frankfurter. Da scheint so zu sein, dass wir hier keine Tabelle bekommen. Oder das kommt jetzt. Doch, da ist sie. Okay, alles klar. Platz 11. Ein Spiel mehr. Könnten vorbeiziehen. Genau, jetzt erinnere ich mich. 9 Saisontore schon von Banetta, dem Neuzugang von Schalke. Wo ich aber nicht weiß, ob der ausgeliehen ist oder verpflichtet wurde. Rosenthal als Stürmer. Das habe ich auch so noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. 10 Mike Hanke-Tore. Wird er von Beginn an nicht aufstocken können, weil wir, wie gesagt, vorne ein bisschen anders spielen. Eigentlich überall ein bisschen anders spielen, ne? Das ist eigentlich wirklich bis auf den Torwart. Und ja, die komplette B-Mannschaft. Das ist ein bisschen merkwürdig hier, das Feld mit dem Schatten. Ja, Frankfurt beginnt sehr nervös. Erster Fehlpass hier schon ins Aus. So, das ist Günther. Er hat nochmal eine Chance heute für die Nummer 30. Schade. Und Schipka hat es da erahnt, wo der Ball hingehen sollte. Das ist Schwegler. Aigner, der Mann für die rechte Seite. Jung, Rechtsverteidiger. Also das ist schon wirklich eine starke Mannschaft. Rosenthal, da ist er, der etwas belächelte, von mir belächelte Stürmer heute. Da ist Barnetta. Sehr schön gemacht. Jetzt vielleicht mal. Es bietet sich heute an, hier so ein bisschen mehr auf Konter zu setzen. Ja, man darf natürlich die Bälle nicht so schwachsinnig verlieren. Das ist wichtig.
So, außen aufpassen. Gib den Einwurf. So, das stelle ich auch gerade mal ein, dass wir ein bisschen auf Konter spielen. Etwas defensiver, weil das merkt man schon, dass die von Beginn an jetzt hier Druck machen. Außenseite, Aigner. Na, den hatte ich jetzt im Aus gesehen, um ehrlich zu sein. Schiedsrichter sieht's aber etwas anders. So, jetzt mal, GD. Das ist Memedi. Kommt ihn aber nicht durch. Frankfurt hat ein gutes defensives Mittelfeld. Höhn. Ja, der traut sich was, der Kerl. Bin mal gespannt, ob die das durchhalten können. Das ist schon sehr anstrengend, was die hier spielen. Wieder Jung. Verstehe gar nicht, warum die so weit unten stehen. Das macht mir schon so ein bisschen Mühe. Mehr Mühe als sonst. Hoch hinten. Tja, das ist halt der Meier. Der ist halt 5 Meter groß. Wenn da eine Flanke reinkommt, dann ist er meistens drin. Da hinten sieht gut. Es war nicht so, dass der jetzt da 5 Meter höher gestiegen war. Aber einfach das Stellungsspiel war viel besser. Da haben wir nicht aufgepasst. Der Günther versucht es noch. Klasse Ding. Kann man nicht anders sagen. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen was anders machen hier. Auch defensiv natürlich jetzt nicht so unbedingt die beste Variante. Mal gucken, wie wir das hier angehen. Höfler, das ist jetzt Hedenstadt. Mann für die rechte Seite. Hat Glück, dass er da durchkommt. Kann das mal nutzen. Vielleicht jetzt selber mal eine Flanke reinschlagen. War aber zu kurz. Also relativ easy zu klären. Für die Frankfurter. Ganz starker Beginn. Einfach fokussiert von Beginn an wirklich, wie die das hier machen heute. Komme ich nicht klar. Vielleicht müssen wir auch mal mit Mittelfeldspielern als Stürmer spielen. Vielleicht klappt es dann auch so gut. Da ist der Rosenthal wieder. Schiedsrichter blockt so ein bisschen meinen Spieler weg. Das ist Meier. Franz. Bitte? Also weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob man das pfeifen müsste. Wird gefährlich. Tauschen dann nochmal beim Freistoß. Aber da hätten sie besser nicht getauscht. Weil das hätte der andere auch nicht schlechter machen können. Ganz gefährliche Position. Haben wir Glück. Was ist mit Frankfurt heute los? Die sind ja wie gestochen, sind die. Auch wie er jetzt hier hingeht, ne? Habt ihr gerade gesehen. Der Aigner. Lass mich doch in Ruhe. Das ist Rosenthal, nicht Aigner. Gottes Willen. Das sind Fehler, die darfst du nicht machen. Und dann gut, dass er dazwischen ist. Gut, dass er sich dazwischen schmeißt, weil sonst steht hier 2-0. Das war eine klasse Möglichkeit für Frankfurt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tohuwabohu hier. Und ich stelle die jetzt ein bisschen offensiver. Wir stehen hier viel zu defensiv. Das ist ja komplett Katastrophe. Na gut, so viel auch wieder nicht, aber... Alter Schwede, also ich fühle mich hier komplett verloren. Die pressen, das ist unglaublich. Du kannst dir denken, du würdest hier gegen Arsenal oder sonst irgendwas spielen. Ja, keine Chance hier. Das ist alles dicht. Sogar gegen Dortmund habe ich da teilweise mehr Raum bekommen. Gut, es ist natürlich heute auch nicht die Top-Besetzung, die bei unserem Platz steht, aber trotzdem... Kannst du das hier besser spielen? Junge, 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 Junge. Meier. Meier wird gestört. Franz kann nochmal klären. Also auch hier heute nicht die frühe Entscheidung. Die wird das ja auch oft nicht schaffen. Die rennen sich gegenseitig um. Also ihr habt heute hier was zu sehen, wirklich. Also ich erkenne die Mannschaft hier nicht wieder. So, jetzt mal gut gespielt von GD. Das ist jetzt mal wieder grottenschlecht gewesen. Von Klaus. Immer verschenkt. Das ist jetzt wieder die linke Seite über Barnetta. Auf Dorn hinten. Das war diesmal Rosenthal. Das war nicht der Meier. Aber jetzt liegt er wieder auf der Nase. Da hat es fast den nächsten Pfiff gegeben. Also wenn der Schiedsrichter schlecht drauf ist, dann pfeift er das. So. Warte. Alter. Das gibt's doch gar nicht.
Die können doch nicht überall sein. Die haben ja 20 Spieler am Platz. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Nee, das glaube ich nicht hier. Habe ich hier umgestellt? Das ist doch kein Weltklasse. Das ist doch Legende hier. Die rennen. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Druck machen. Sind ja wirklich wie die Horde Kaninchen hier vor der Schlange. Gucken, ob ich jetzt überhaupt mal nach vorne komme. Vielen war man noch nicht da. Der auch wieder der Eigner. Ganz einfach Ball weg. Langsam werde ich sauer. So. Duell der Routiniers. Franz gegen Meier. Ich weiß gar nicht, ob der auf flanken kann. Wir werden es gleich wissen. Oder auch nicht. Also die zweite Halbzeit muss komplett anders gestaltet werden, sonst haben wir hier echt ein Riesenproblem. Auch hier wieder. Meine Güte. Also ich fasse es hier nicht. Ich meine, verdienter kann man nicht führen. Die schlechteste Halbzeit, ohne Übertreibung, die schlechteste erste Halbzeit dieses Let's Plays hier. Was haben die mich abgenudelt? Na gut, das war die schlechteste Aktion von Frankfurt. Meine Güte, ich muss hier mal gucken, was die für eine Aufstellung spielen. Das ist ja unfassbar, wenn ich das überhaupt sehen kann. Das ist recht offensiv, ja. So Sechser und dann vorne geht's ab, ne. Das sind dann ein Stürmer, eine entweder hängende Spitze oder offensives Mittelfeld. Und dann halt die Außenpositionen. Bah, das war echt eine Erfahrung. So, hier ist alles gut. Tja, da hat die junge Mannschaft nicht so richtig mitgehen können, ne? Der Franz, der Mike Franz, der einzige Erfahrene wirklich im Kader. Tja. Ich glaube, ich muss jetzt auch vorne irgendwas machen, dass der Memedi mal rausgeht. Dass wir vorne Hanke reinstellen. Wenigstens ein bisschen was an Qualität. Obwohl ich jetzt nicht auf Memedi einprügeln möchte, ne? Die letzte Phase, die war ja wirklich gut von ihm. GD, der soll einfach mal die Chance bekommen. Auch wenn jetzt wirklich nicht viel zu sehen war, aber es war von allen nicht viel zu sehen. Das ist ja das Schlimme, es war nichts zu sehen von denen. Nicht vorne, nicht hinten, nirgends. Jetzt wollen wir mal gucken hier, ob das vielleicht jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt hier das weiter spielen kann. Und Schipka nimmt mir dir einfach wieder den Ball ab. Nieder ist alles frei. Banetta, ganz einfach, oh Mann. Das geht hier sofort so weiter. Das geht sofort so weiter. Ich verstehe es nicht. Und wenn wir so spielen, dann wird das auch gegen Sevilla nichts. Die haben doch irgendwas genommen. Ich glaube, wir müssen hier nachher echt mal Dopingprobe machen lassen. Ist ja unglaublich. So, GD, der hat einen Körpereinsatz, der gut ist. Ich glaube aber nicht, dass der eine Flanke hinbekommt. Zumindest keine gute. Aber das ist zumindest mal ein Brecher, ne? Der kommt durch. So, einfach mal drauf. Hat sich gelohnt. Felix Klaus. War der falsche Fuß? War der linke? Aber da kannst du GD echt gebrauchen, wenn es einfach mal vorne drum geht, irgendwen zu sperren, ein bisschen Raum zu schaffen. Das habe ich gegen das Mikrofon getreten. Muss ich ein bisschen warten, bis es ausgeklungen ist. So, Ecke. Die ist nicht schlecht. Oh, der hätte man fast gemacht. Der Höhn war es. Bisschen zu weit nach rechts geköpft. Das war mal nicht schlecht, der kommt gut. Und mit ein bisschen Glück kommt der Coquelin da noch dran. Aber mal ganz ehrlich, Leute, das wäre natürlich dann das unverdienteste Unentschieden gewesen, was ich hier je gehabt. Och, Junge. Dass die so einfach da hinten die Bälle hinspielen können. So, das war der falsche Mann. Ich wollte unten hin. Unten war alles frei. Der hatte auch wirklich das Momentum. Der hatte nämlich das Tempo. Geh hin. Jetzt muss ich gucken. Baumann rettet. Gegen, ich glaube, Rode. Nummer 20. Hat er genau richtig gemacht. So, Banetta geht raus. Der ist nicht viel hängen geblieben bei seiner Leistung heute. Und Takashi Inui, der Japaner, in die Partie. Jetzt kommt wieder so ein hoher Ball auf Meier. So, das ist Rode. Mein Spieler fällt um, er pfeift es für Frankfurt. Finde ich immer sehr interessant.
Achten, lass den nicht laufen. Und ja, das ist bezeichnend. Das ist ein Abwehrspieler. Das ist ein Abwehrspieler, der macht da ein kleines Tänzchen. Und schließt den ab. 62. Das war's natürlich dann. Guck mal hier. Ich weiß, ich kann euch genau sagen, wie das aussieht, wenn ich das mit Höhen probiere. Der hat den Ball keine halbe Sekunde. Dann ist der weg. Zambrano. Ich weiß nicht, was Frankfurt heute hier genommen hat. Vielleicht war das auch jetzt einfach, sagen wir mal, die Krise zum blödesten Zeitpunkt. Die Niederlage gegen Sevilla. Die halt nicht hätte sein müssen. Auch hier wieder. Ich weiß nicht, warum wir hier so einfach immer die Bälle verlieren. Die spielen hier nach vorne. Das ist nicht zu fassen hier. Können es nochmal klären. Ist jetzt die Frage, wie? Schön war es nicht. Aber zumindest hier nicht das dritte Tor. So, jetzt mal lang. Jetzt mal lang. Aber zu lang. Meine Fresse. 67. Nochmal irgendwas machen. Das wird hier nichts mehr. Das ist ganz klar. Wir haben ja überhaupt keine Möglichkeit hier. Klaus ist müde. Ja, ich habe aber keine Spieler dabei, so richtig. Ich könnte die höchstens mal rüberziehen, aber ich weiß nicht, ob Pilasch das auch kann auf der Seite. Müssen wir es probieren. Müssen wir probieren. So, jetzt nochmal alles nach vorne hier. Was soll ich verlieren? Wenn es ein 3-0 wird, dann wird es 1. Oh, der nächste schöne Pass. Der nächste schöne Pass für Inui. Irgendwas ist ja heute faul. Irgendwas stimmt hier heute nicht. Das ist doch kein, das ist doch nicht Frankfurt. Tja, da schleicht er runter vom Platz. Geprügelt, absolut. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Die kommen schon wieder an. Das ist unfassbar, wirklich. Einfach nur. Ich kann das auch einfach immer nur wieder wiederholen, weil es so unwirklich ist. So, jetzt mal schön gespielt, aber ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Zuck mit der Flanke. Ist abseits. Wo will er denn hin? Ja, GD, der hat natürlich auch keine Spielpraxis. Läuft da komplett vor ihm rum. Jetzt kommt Cutlets für Rosenthal. Jetzt kommt wirklich noch ein Stürmer vorne rein. Ich will nicht wissen, was jetzt noch passiert. Gottes Willen, was eine Leistung heute. Auch der Ball ist weg. Da ist Cutlets. Ich komme hier heute so gar nichts. Die kommen an mir vorbei und das kannst du keinem erzählen hier. Ich habe keine Anspielmöglichkeiten. Die stehen sofort am Mann. Die grätschen, die machen, die tun. Jetzt mal, Hanke. Checkt mich da weg. Ich will auch meinen Elfmeter haben für sowas. Ich weiß, das Spiel wird dadurch nicht verändert. Es wäre halt einfach nur schön, ein Ehrentor zumindest noch zu machen. So, dann haben wir gerade jemanden bluffen hören. Der war nicht gerade freundlich. Ich glaube, das war der Trainer. Das war ich. So, GD, vorne. Oh, jetzt haben wir mal Platz. Jetzt haben wir mal Platz. Jetzt Coquelin. Aber auch Coquelin macht den nicht rein. Das war mal schön gespielt. Schön viel Platz für GD. Legt den zurück. Das war klasse gemacht. Ich hätte nochmal querlegen können in der Mitte. Auf Hanke. Zeigt er mir das nochmal hier. Wahrscheinlich, um mich vorzuführen, den Fehler. Ja, da steht er natürlich in der Mitte noch. Nochmal. Also drei Wiederholungen habe ich auch noch nicht gesehen in Folge. So, der hat's auf den Weg gebracht, der Captain der Eintracht, Alex Meyer, ehemaliger Hamburg-Spieler, ist aber schon ewig her, José Lu, nächster Stürmer, der auf den Platz kommt. Das war ein Experiment, es ist aufgegangen, mit Rosenthal vorne, 82. Minute, ich glaube, wir können den letzten Wechsel auch nochmal durchführen hier. Sind alle müde. Also ich glaube, die sind einfach vom Kopf müde. Halt, es war heute echt mal eine Vorführung. So, rechter, jeden Stat. Das ist nicht aufgegangen mit der komplett jungen Mannschaft. Aber ich habe auch Zweifel, dass das mit der ersten Garde hier besser gelaufen wäre. Weil Frankfurt einfach sowas von aktiv war, in allen Bereichen wirklich komplett überlegen war.
Und die einzelnen Chancen, die wir jetzt hatten, das war jetzt die eine hier und das Ding beim 1-0, wo es 1-0 stand, von Felix Klaus, der Schuss. Und auch die Ecke von Höhn. Ja, das sind halt Möglichkeiten, aber das geht komplett unter. Bei dieser Performance hier, die Frankfurt an den Tag gelegt hat. So, jetzt nochmal vielleicht den Hanke. So, nochmal, aber der läuft da hinter dem Mann. Da läuft er hinter den Abwehrspieler. So kann er natürlich den Ball nicht bekommen. So, Trapp nochmal mit dem Abschlag. Rossellu, die haben jetzt einen Gang zurückgeschaltet. Jetzt komme ich hier auch wieder einigermaßen mit. Versuchen es nochmal hoch auf GD. Aber naja, das wird sich jetzt hier so langsam austrudeln. Jetzt komme ich hier auch wieder mit. Mit den Frankfurtern. So, Hanke natürlich jetzt komplett oben verloren. Aber naja, es hätte auch keinen Unterschied gemacht, weil in der Mitte wäre keiner gewesen, wer denn. Nee, das ist ein absolut verdienter Sieg für Frankfurt. Absolut verdient. Und ich würde auch fast behaupten, in der Höhe auch verdient. Da ist es rum. Wir schießen kein Tor zum zweiten Mal in Folge. Gegen Sevilla keins, heute keins. 3-0, absolutes Desaster. Was wir hier gesehen haben, zwei Tore unmittelbar nacheinander, 9 Minuten, Zambrano, 62. 71. Inui, da war natürlich dann noch der Bann gebrochen. Höfler kann es nicht glauben, der heute Ersatzkapitän war. Das wird uns zu denken geben. Er war nichts mit Generalprobe. Ordentlich gestaltet. Und jetzt kann er mir fast schon Angst und Bange werden, wenn man an den FC Sevilla denkt. So, da war die Möglichkeit, wo ich von gesprochen hatte. Ne? Wenn der reingeht, es wäre natürlich nicht verdient gewesen, aber dann kann das Spiel nochmal anders laufen. Hier ist das Tänzchen von Zambrano und der gute Abschluss. Da kann Baumann nichts machen. Der hat vorher schon sehr, sehr ordentlich die Sachen vereitelt. Und das ist einfach zu passiv. Abwehr steht nur, greift da nicht richtig an und dann kannst du natürlich auch keine Wunder erwarten. Das will ich eigentlich gar nicht sehen, was wir hier haben, aber ich muss es mir angucken. Das war abartig, was Frankfurt heute gemacht hat. 90% Passgenauigkeit. Wir hatten auch 83, was nicht schlecht ist. Schussgenauigkeit 50%. 10 Mal aufs Tor geschossen. Beziehungsweise 10 Mal einen Versuch gestartet. 5 Mal davon aufs Tor gegangen. Bei uns nur einer. Ballbesitz 55%. Dominant, würde ich mal sagen. Gucken wir auf die Noten. Bei uns kann nicht viel mehr rumkommen. Höhn mit einer 8,5. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Spieler, der hier eine gute Note haben dürfte. Ja, ist auch so. GD sogar noch besser vorne als Mehmedi und Hanke. Also der hat es heute genutzt. Zumindest ein bisschen. Wollen wir mal gucken, was Frankfurt hat. Inui kommt rein, macht ein Tor. 8,2, natürlich super. Zambrano 9,0. Boah, und da muss ich echt sagen, das ist wirklich Wahnsinn, was da hinten für eine Note vergeben wird. 9,0, habe ich das überhaupt schon mal gesehen hier im Let's Play? Ich kann mich nicht dran erinnern. Trapp 8,5, Jung 8,1, Rust 8,3, Ochipka 7,9. Das ist quasi der Schlechte hinten in der Abwehr. Mit einer 7,9. Das ist der Hammer. Also vorne Rosenthal, Barnetta, Meier. Die hätten auch gute Noten verdient gehabt, weil das war richtig stark, was die vorne gemacht haben. Tja, muss ich sagen, Barney, deine Mannschaft war um einiges stärker. Haben verdient gewonnen, haben mich hier echt deklassiert. Es kann nur besser werden. Gehen wir mal weiter. Bayern gegen Leverkusen 4-0. Allianz Arena, auch ein Festival. So, wer zieht die Fäden beim Tauziehen um Ginter? Mal reingucken, ob hier schon irgendwas passiert. Scheint nicht so. Ja genau, das war es, mich nicht verlängern zu wollen. Und die Presse spekuliert natürlich, wie es weitergehen könnte. Und was machen wir jetzt? Ne? Gut, es läuft noch ein Jahr und ein bisschen. Das heißt, im Sommer, also spätestens im Winter danach muss der weg. Aber wenn du den im Winter verkaufst, also sagen wir mal ein halbes Jahr vor Vertragsablauf, bekommst du nichts mehr, ne? Da bekommst du dann noch ein bisschen was nachgeschmissen. So ein paar, ja, wie sagt man denn so schön, Mitleidseuro. Herr Rosenthal, der Abtrünnige, ja, ist ja auch ein ehemaliger Freiburger. Genau wie Flum. Also der SC hat da schon wirklich einiges abgeben müssen, mal wieder. Und das wird uns ja denn jetzt hier im Let's Play auch verfolgen, logischerweise. So, wir gucken mal rein, was wir hier haben. Pressekonferenz, gucken wir gerade mal gucken. FC Sevilla. Das Rückspiel. Ja, ich kann mal wieder versuchen, das Rückspiel zu loben, aber das kapiere ich nicht so ganz. Trainer von FC Sevilla, verunsichern wir mal. Vielleicht weiß der da nicht, wie er aufstellen soll. So, Pilas, Hedenstad und Gelson Fernandes
fahren quasi mit den Nationalteams weg. Gucken wir gleich im Kalender mal, wann das sein wird. Wladimir Darida, ein Vorschlagtrainer. Ja, das ist ja logisch. Das war jetzt ja nur Schonungszeit. Ihr habt ja gesehen, wie das aussieht. Wie das ausgesehen hat. Ich wollte Kalender gucken, wie das aussieht hier nach diesem Spiel. Da haben wir wirklich mal Pause hier. Was heißt Pause, ne? Das ist eigentlich dann der Sonntag, ist dann schon wieder Spiel. Aber ja gut, dieses Wochenende ist für uns dann spielfrei. Dann können die sich alle mal wieder ein bisschen erholen. Danach dann HSV, das wird auch nicht viel einfacher. Aber naja, die Saison ist ja im Prinzip, ihr habt es ja gesehen, es kann nichts mehr passieren nach unten so richtig. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns jetzt da Sorgen machen müssen. Klar war das jetzt nicht gut und nicht schön. Da haben wir gerade, das muss ich nochmal gucken hier. Von YouTube stellt taktisches Verständnis von Trainer von FC Sevilla in Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es wirklich seine Stärke ist. Wir haben ihre Spiele in dieser Saison natürlich mitverfolgt und ihre Taktik hat uns dabei manchmal gelinde gesagt überrascht. Ja, vielleicht macht es sie ein bisschen nervös. Man kann sich alles schön reden, ne? Es wäre natürlich super, wenn wir da irgendwie das Viertelfinale packen sollten. Jetzt muss ich überlegen. Hedenstadt, da wechsle ich natürlich jetzt aus. Da kommt Smutscher wieder rein. Julian Schuster, klar, der Captain muss spielen. Schmied ist klar, Coquelin, zentrales Mittelfeld, da kommt dann Darida mit. Beziehungsweise auf die Position natürlich. Bakkali, der muss heute von Beginn an, muss der spielen. Und der muss da was zeigen. Hanke muss auch spielen, Memidi kommt als Stürmer mit, das ist genau richtig. Höfler, dafür kommt Fernandes dann auf die Bank. Coquelin bleibt zu Hause. Julien nehme ich mit, ich glaube, der wird auch spielen. Mike Franz, was hat er denn? Ein bisschen Leistung nach oben. Das hat Julien aber auch. Und hier pfeife ich jetzt einfach drauf. Hier pfeife ich jetzt komplett auf Erfahrung oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, das Spiel hier ordentlich zu bestreiten, am besten früh ein Tor zu machen und dann Sevilla nicht treffen zu lassen, weil ein Auswärtstor für die, das wäre dann quasi der Genickschlag. Da müssten wir 3 schießen. Deswegen, das ist die Marschroute und das Spiel steht jetzt an. Und ich bin heiß drauf. Und ich würde mal sagen, wir hören uns sofort wieder.